Heute machen wir eine Zeitreise zurück ins Jahre 2016 und stellen euch ein Auto vor, was schon wirklich relativ alt ist, aber so ein bisschen als das Aushängeschild gilt an Effizienz und vor allem auch an Technologie. Und wir gucken heute mal zusammen an, ob dieses Fahrzeug, was hier daneben steht, den Hyundai Ioniq mit einem 28 kWh Akku, heute nennen wir ihn Hyundai Ioniq Classic, was heute noch an diesem Auto so gut ist und vor allem auch, ob sie auch im Jahre 2023 noch eine Kaufempfehlung hat, ja oder nein. Das und noch vieles mehr heute in diesem Video. Bleibt dabei, nach dem Intro geht's los. Ganz viel Spaß. Warum machen wir heute im Jahre 2023 ein Video mit einem Auto, was wirklich schon relativ alt ist, was nicht mehr produziert wird, was vor allem auch nur noch als Gebrauchtwagen zu kaufen überhaupt möglich ist? Ja, denn dieses Fahrzeug, und das jetzt dann im ersten Teil die Einleitung, warum eben dieses heutige Video, es ist unter anderem, oder das ist eigentlich der Grund, warum wir elektrisch fahren. Warum ich elektrisch fahre, ist dieses Fahrzeug. 2017 gingen Selinda und ich auf dem Autosalon Genf und hatten eben diesen Hyundai Ioniq Classics, wie ich ihn heute nenne, haben ihn da gesehen, setzen uns da rein, haben das Ganze gespürt, angefasst. Damals war alles natürlich auch extrem neu, modern und da waren wir eigentlich schon extrem angetan davon. 2018 haben wir ihn dann Probe gefahren, haben dann von einem Händler zwei Tage bekommen, um es zu testen, auszutesten. Natürlich nur der elektrische, ja. Dazu aber dann später noch ein bisschen mehr. Und da war eigentlich schon dann der Punkt, wo ich gesagt habe, das muss es sein. Das ist der Grund, warum ich heute elektrisch fahre. Dieses Fahrzeug ist schuld dafür. Es war dann Januar 2019, wo ich dann den Kona bestellt habe, den Kona Electric. Und warum ich jetzt den Kona bestellt hatte damals und nicht dieses Fahrzeug, das klären wir ganz am Schluss des Videos. Also bleibt auf jeden Fall dran. Der finale Grund, es gibt ein paar Kleinigkeiten, aber dazu wie gesagt am Schluss des Videos mehr. Aber das war eigentlich der Ursprung, warum wir überhaupt elektrisch fahren. Es ist dieses Fahrzeug. Und wir haben uns entschlossen, ich habe das Fahrzeug über ein Jahr lang habe ich immer wieder gesucht, ob es irgendwelche Händler gibt, die uns das Fahrzeug zur Verfügung stellen können. Es gab fast keine, dazu auch später noch ein bisschen mehr davon. Zuallererst, bevor wir überhaupt beginnen, das Fahrzeug euch mal zu zeigen, wollen wir auch auf die Marke Ioniq überhaupt mal eingehen. Was ist das ganz genau und wie entstand das nämlich? Denn ihr wisst ja, dieses Fahrzeug ist der Hyundai Ioniq Classic. Ja, ich sage einfach Classic. Und der Hyundai Ioniq, das war damals ein Modell. Dieses Modell gab es als Hybrid, als Plug-in-Hybrid und eben als reiner Elektro, wie wir ihn hier haben. Das erkennen wir auch an der Front vorne, die eben da zugemacht ist, diese Paneele sozusagen, diese graue Paneele, die ist eben erkennlich für den Elektro. Also ein Automodell von Hyundai sozusagen und dieses Ioniq heißt das Ion, was unique ist. Also ein Teilchen einer Elektrizität, was eben einzigartig ist. Und das ist, so ist der Name Ioniq entstanden. Heute kennen wir es natürlich von Ioniq 5, Ioniq 6 etc. Die Submarke sozusagen, die sich dann später abgekoppelt hat, denn dieses Fahrzeug hatte dann noch ein Facelift bekommen, 2019 war das der Fall und 2019 kam dann eben das Facelift raus mit einem anderen Grill, ein bisschen größerer Akku, mit ein bisschen weniger Ladeleistung. Ihr kennt es alle, dieses Fahrzeug ist nicht der Ursprung der ganzen Elektrifizierung von Hyundai und deswegen hat er eben heute schon massiven Kultstatus und es ist so ein bisschen ein, kann man sagen, Youngtimer? Ich sage es schon, ja. Und jetzt geht es mal darum zu checken, ist das Fahrzeug auch 2023, denn ihr seht ja, er steht noch hier, ist es da noch eine Empfehlung jetzt zu kaufen? Was haben wir mittlerweile neue Technologie erhalten? Und vor allem auch, was haben wir hier drin, was vielleicht heute noch extrem gut ist? Das checken wir jetzt in diesem Video ab. Beginnen wir gleich von vorne. Ihr seht auch schon, ich habe die Motorhaube aufgemacht. Was sehen wir hier? Keine Gasdruckfedern.
keinen Frunk, keine Wärmepumpe. Das Fahrzeug macht das Thermalmanagement anders als heute die meisten Fahrzeuge flüssig, macht das Fahrzeug das nur mit der Luft. Also nur mit Luft wird der Akku entsprechend temperiert. Das heißt auch, dass im Winter natürlich die Reichweite schon deutlich weniger ist als im Sommer. Das ist einfach so. Aber ansonsten grundsätzlich vorne machen das Thema mit dem Frunk, das hat auch selbst heute noch längst nicht, oder längst nicht jedes Elektroauto hat heute einen Frunk, auch keine Gasdruckfedern. Wir erinnern uns ungern an die Modelle von VW, die das auch nicht haben. Also auch da sehen wir, ist nicht unbedingt jetzt alt, komplett alt. Dann haben wir vorne die Partie von vorne, wie wir es sehen, das Licht. Wir haben ein LED-Licht, ein Ablendlicht, das LED ist, das Fernlicht ist aber halogen. Das ist natürlich schon so, dass man das heute definitiv nicht mehr sieht in den Fahrzeugen, zumindest nicht, wenn wir bedenken, wo das Fahrzeug preislich damals war. Das war in der Schweiz preislich gesehen irgendwo bei 45.000 bis 50.000 Franken damals. Ja. Heute natürlich würde man für dieses Geld natürlich ein LED-Licht bekommen, final, und zwar in beiden Stufen. Aber ansonsten, von vorne haben wir hier den Radar, wir haben die Parksensoren unten, das machen ja andere Hersteller heute nicht mehr. Wir kennen sie alle, hier haben wir noch Parksensoren. Frontkamera haben wir keine. Wir haben zwar eine Rückfahrkamera, aber keine 360-Grad-Kamera. Das war damals in dieser Fahrzeugkategorie schlichtweg einfach nicht zu finden. Aber ansonsten vorne, ich finde es zeitlos. Also es gefällt mir nach wie vor. Auch dieses Grau. Es ist natürlich schon so, dass man das jetzt sagen kann, designmäßig so, naja. Aber wir sehen auch hier, das Hyundai-Logo flach ist auch beim IONIQ 6 flach. Also das hat man ein bisschen übernommen da. Da kam das natürlich so her, aber sonst von vorne eigentlich, wie ich finde, nach wie vor auf jeden Fall eine Empfehlung. Geht's mal auf die Seite. Im Check, den wir aktuell gerade machen, werden wir jetzt nicht drauf schauen, hat es irgendwelche Gebrauchsspuren, die der Fahrer verursacht hat, dieses Fahrzeug, sondern auch, wie das Fahrzeug grundsätzlich imstande ist, eben nach 7 Jahren. Der hier kommt aus März 2019, die Technologie aber ist 2016, das sei nochmal klar erwähnt. Die Felge. Wir können uns fast nicht mehr daran erinnern. Es sind 16 Zoll Räder. 205, 55 R16. Sehr kleine Räder. Heute denken wir alle 20 Zoll, 21 Zoll. Damals waren 16 Zoll noch verbaut. Ja. Dacia Spring, 14 Zoll kommt dann noch nach wie vor ran. Aber sonst sind sehr viele Fahrzeuge mit viel größeren Reifen ausgestattet, mit größeren Dimensionen auch. Aber wisst ihr, wie es ist? Je kleiner das Rad, desto weniger der Verbrauch. Desto natürlich auch ist die, auch der Fahrkomfort besser, weil du halt mehr Gummi hast. Wir haben hier einen Frontantrieb mit 120 PS, also mehr ist es nicht. Das reicht von nach A und nach B zu kommen, aber stellt euch mal vor, 2016, wo der angekündigt wurde damals, hättest du da gedacht, dass du jemals ein Auto hast mit 1000 PS als Elektroauto? Das hätten wir uns alle niemals vorstellen können. Heute haben wir es, damals war das als Elektro. Boah, geil, das geht vorwärts. Ist auch heute noch so, aber halt im Verhältnis, was wir heute bekommen, was eine ganz andere Welt. Aber ansonsten auch von der Seite, er gefällt mir. Natürlich haben wir auch hier unsere Magnete dran gemacht. Ja, die Farbe weiß. Ich würde halt, weiß ist so eine zeitlose Farbe. Es gab ihn auch in anderen Farben. In einem schönen Blau gab es ihn, in einem Rot gab es ihn. Ich hätte ihn, glaube ich, blau genommen, damals. Dann kommen wir zum Heck und da muss ich wirklich sagen, da gefällt er mir nach wie vor extrem gut. Zum einen, weil die Lichtpartie wirklich schön gemacht ist, wie ich finde, nach wie vor. Die Blinker sind halogen, das war damals noch vollkommen normal. Heute ist natürlich das alles auf LED-Technik, aber das war auch da, zu der damaligen Zeit in dieser Fahrzeugkategorie schlichtweg noch nicht verfügbar. Ja. IONIQ ausgeschrieben, ihr seht auch, die Schrift ist auch gleich geblieben. Bis heute ist die Schriftform weitergezogen worden. Und jetzt kommt etwas, was viele in den Kommentaren beim IONIQ 6 Video bemängelt haben, was jeder Model 3 Fahrer kennt, was jeder EQE Fahrer kennt, ist der Kofferraum. Elektrische Heckklappe gab es damals hier in dieser Kategorie Fahrzeug noch nicht, aber schau dir das an. Wir haben einen richtigen Kofferraum, wo du auch wirklich einladen kannst. Und jetzt schau dir das mal an, wie viel Platz wir hier drin haben. Nochmals da klar erwähnt, das Fahrzeug ist mittlerweile technologisch gesehen 7 Jahre alt. Haben einen doppelten Boden, wo du noch hier was reinmachen kannst. Hier, wie hier zum Beispiel Pannenset und Reifenreparaturkit. Die Literanzahl seht ihr unten eingeblendet. Natürlich kann man die Sitze noch umklappen. Skidurchreiche hast du jetzt hier nicht, aber du kannst eben gut einladen. Die Hutablage kann man so raufziehen, runterziehen. Aber ihr seht schon auch, was die Sicherheit anbelangt. Wir haben eine Rückfahrkamera, wir haben Park Distance Control hinten sowie auch vorne. Das ist also auf jeden Fall gegeben.
Dann kommen wir zu einem Punkt, was mir sehr wichtig ist, auch euch mitzuteilen, gerade jetzt bei so einem Fahrzeug, was ich auch in den Videos jeweils sage, wenn wir ein Fahrzeug präsentieren. Es geht mir jetzt um die Ausstattung, um den Preis. Wenn wir jeweils ein neues Fahrzeug vorstellen, in diesem Segment, wir reden nicht von einem i7, wir reden in diesem Fahrzeugsegment, da sind die aufpreispflichtigen Optionen, was Ausstattung anbelangt, relativ verhältnismäßig günstig. Das war hier, ich bin nicht mehr ganz sicher, irgendwo um die 3000 Franken, vom günstigsten bis zum teuersten. Also nicht eine große Differenz, aber wenn du halt das Auto in ein paar Jahren kaufen willst, zum Beispiel jetzt diesen als Gebrauchten kaufen willst und du hast halt alles drin damals gekauft, hast du halt hier beim Wiederverkauf deutlichen Vorteil, wenn man sagen kann, hey, dieses Fahrzeug hat alle Ausstattungen drin, die man bekommen konnte. Es ist viel einfacher, das Fahrzeug zu verkaufen und auch für euch, dass ihr vergleichen könnt, hey, alles drin. Deswegen sage ich auch meine Message, wenn es finanziell drin liegt, entweder den günstigstmöglichen kaufen, weil einfach der Preis dann entscheidend ist, oder alles drin haben, was du kannst. Denn nur als Beispiel, hätten wir jetzt hier zum Beispiel kein Schiebedach drin, hätten wir schon wieder eine Diskussion bei zum Beispiel Gebrauchten, die man dann vergleicht im Internet. Sind die einen günstiger, einen sind ein bisschen teurer. Der eine hat das nicht, der andere hat das. Hier hast du alles drin. Deswegen meine Message, wenn es möglich ist finanziell, packt alles rein, dann habt ihr auch später Ruhe. Kommen wir nun zum Thema Aufladen. Natürlich sind das immer die Punkte, die man halt dann vielleicht denkt, okay, 7 Jahre alte Technik, ist das noch State of the Art? Passen die Stecker noch rein? Ja. Und das Fahrzeug trumpft in diesem Punkt sogar noch massiv gut auf. Ladeport kann ich nicht hier aufmachen. Das ist für mich eigentlich die größte Umgewöhnung gewesen jetzt auf dieses Video. Den muss ich hier vorne öffnen. Wie früher beim Benziner. Hier aufdrücken, wird er entriegelt. Das merkst du halt. Damals waren halt die Erfahrungswerte noch nicht so wie heute. Okay, dann aufmachen. Was sehen wir? Wir sehen CCS und wir sehen Typ 2. Warum sage ich das? 2016, als das Auto vorgestellt wurde, wurde auch der zweite Ladestandard CHAdeMO, zum Beispiel bei Nissan Leaf, noch angeboten. Zwar noch relativ lange angeboten, bis noch, ja, man kann schon sagen, bis zum aktuellen Nissan Leaf-Modell war ja CHAdeMO noch lange verfügbar. Jetzt sind sie auch auf CCS umgestiegen. Das Fahrzeug hat jetzt schon CCS, heißt also, das Fahrzeug kann auch heute noch an jeder Schnellladesäule in ganz Europa laden. Ein wichtiger Punkt, den man einfach wissen muss. Deswegen ist der Standard so matchentscheidend wichtig. Typ 2 haben wir hier natürlich auch drin. Wir haben aber nur ein einphasiges Auto. Das war damals noch gang und gäbe. Auch mein Kona hatte noch einphasig zuerst. Heute redet man hier von 11 kW dreiphasig. Soll überall so sein. Ist definitiv so. Damals war das vollkommen okay so. Das Fahrzeug lädt 3,7 kW mit einer 16 Ampere Wallbox. Zum Beispiel zu Hause, wenn ihr ein Auto habt, einfach ein moderneres Auto habt, hat zwar eine 11 kW Wallbox und dann habt ihr dieses Fahrzeug, steckt ihr dann an, bekommt ihr 3,7 kW. Das heißt, das Fahrzeug lädt von 0% bis 100% in 8 Stunden komplett voll. Das reicht also über Nacht auch aus. Wenn ihr zum Beispiel unterwegs seid, geht einkaufen, lädt das Fahrzeug mit einer 22 kW Wallbox zum Beispiel öffentlich auf, lädt es mit 7,2 kW, das heißt doppelt so schnell, weil die halt dann 32 Ampere haben. Das Fahrzeug kann einphasig bis zu 7,2 kW laden. Wie schon gesagt, 32 Ampere. Wichtiger Unterschied. CCS, schon angesprochen, 66 kW. Ein riesen Vorteil gegenüber dem Facelift, denn der hatte ja den Kona-Akku bekommen, der kleine Kona-Akku hatte das Facelift bekommen. Der hat noch einen anderen Akku gehabt, 28 Kilowattstunden und das Fahrzeug lädt mit 66 kW. Ein aktuelles Vergleichsbeispiel, wir springen von 2016 in 2023, ein Dacia Spring, Akkugröße 27,8 Kilowattstunden, lädt CCS mit 30 kW. Als Vergleich, 7 Jahre früher, lädt es dreimal so schnell auf bei diesem Fahrzeug. Ein Riesenpunkt. Und natürlich ist es nicht nur blanke Zahlen, nein, hier ein paar Einblender. Ich war das Fahrzeug gestern laden, habe es mit 8% eingesteckt und das Fahrzeug lädt bis 77% mit fast der maximalen Ladeleistung. Das ist unglaublich. Natürlich geht nicht in der Menge so viel Energie rein, aber im Verhältnis des Akkus bist du hier unter 20 Minuten von 8% auf 80%. Hier seht ihr eingeblendet, das ist kein Witz. Das ist wirklich bemerkenswert und auch nach wie vor heute ein Wert, den gewisse Fahrzeuge, aktuelle Modelle, nicht erreichen mit dieser Batteriegröße. Das sei hier klar erwähnt, 2016er Technik. Unglaublich.
Das ist wirklich bemerkenswert. Hätte ich niemals gedacht, dass das noch so lange so gut mit dabei ist. Und zum Thema Verbrauch kommen wir jetzt. Ja, was nützt mir eine gute Ladeleistung, wenn das Fahrzeug ineffizient ist? Nicht sehr viel, weil kleiner Akku. Aber Leute, das Fahrzeug, das ist eines der sparsamsten Autos, was es jemals auf dem Markt gegeben hat. Bis heute, ja. Bis heute. Es schafft es auch heute fast kein Auto, effizienter zu sein und mit einer solchen Batteriegröße so viele Kilometer zu machen. Das ist fast nicht erreicht. Der IONIQ 6 kommt sehr nah dran, aber der ist auch deutlich teurer und vor allem auch deutlich moderner. Ja? Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wir fuhren das Auto auf unserer Verbrauchsstrecke. Ihr kennt die Strecke, hier kurz ein Einblender. Das sind gesamt über 180 Kilometer, wo es wirklich auch viel Autobahn dabei hatte. Ich fuhr die Strecke in der Nacht, gestern Abend, bei maximal 15 Grad. Und wir erinnern uns, keine Wärmepumpe, kein flüssiges Thermalmanagement. Heißt, sobald es kälter wird, wird das Auto nicht mehr so effizient. Und dennoch haben wir einen Verbrauch geschafft von unter 14 Kilowattstunden. Es sind 13,3, das ist unglaublich. Ja? Also wirklich absolut bemerkenswert. Hätte ich niemals gedacht, dass es so wenig ist. Und damit kommst du halt effektiv mit dem ersten Akku über 200 Kilometer. Natürlich nicht im tiefsten Winter, definitiv nicht. Das schaffst du aber auch bei modernen Fahrzeugen nicht. Das heißt, auch dieser Punkt und dann die Kombination mit dem schnellen im Verhältnis Laden, das gibt dir auch für heute noch, zumindest für die, sage ich mal, mittellangen Strecken von so 100, 200, 300 Kilometer, nach wie vor eine extrem gute Reisezeit. Und das mit einem sozusagen 7 Jahre alten Auto, zumindest technologisch gesehen, ein Wunderwerk der Technik von damals bis heute. Und hier noch kurzer Einblender, was denn der Testverbrauch über den gesamten Test war. Ihr seht es hier eingeblendet, es ging sogar noch ein bisschen weiter nach unten. Und dann kommt noch ein anderer Punkt dazu für alle, die schon länger in der Elektromobilität dabei sind. Ich stieg 2019 ein, das war schon nicht ganz früh, aber auch noch nicht erst vor kurzem. Wir erinnern uns gerne daran, wie es doch mühsam war, damals eine Säule zu finden, die über 50 kW CCS gekonnt hat. IONITY war in den Kinderschuhen. Es gab so die einen, die Türme da, die großen Lichter auf der Autobahn, wo so die ersten IONITY-Säulen gekommen sind, aber es war noch nicht verbreitet. Das heißt, wenn ihr damals schon hart fahren können, ist es heute noch viel einfacher, weil heute haben wir eine massiv bessere Infrastruktur. Wir erinnern uns, die ganzen Ladeparks in der Schweiz, in Deutschland, überall, sie sprießen aus dem Boden wie Pilze. Und das heißt, wenn du damals schon hast fahren können, ja, mit einer alten Infrastruktur, hast du hier jetzt eigentlich noch weniger ein Problem, trotz des kleineren Akkus, muss man sagen. Er ist sicherlich einer der kleinsten auf dem Markt, das es aktuell noch gibt, aber zumindest in dieser Fahrzeugkategorie, jetzt die Kleinstwagen ausgeschlossen, aber das ist schon wirklich gut. Bedenkt das einfach bitte, wenn ihr heute eine 100 kW-Säule suchen müsst, nehmt mal das App nach vorne, prüft mal eure Umgebung ab und ich bin überzeugt, dass innerhalb von 30 Kilometern eine 100 kW-Säule zu finden ist. Fast überall, zumindest in Mitteleuropa. 2016, 2017, 2018, das war noch nicht der Fall. Einfach das mal im Hinterkopf behalten. Und das habe ich auch gestern Abend noch bei der Fahrt mir ein bisschen überlegt. Das ist schon wirklich, ja. Ihr seht, ich bin begeistert, nach wie vor. Ja, im Hyundai IONIQ 6 habe ich ja wirklich hinten ein bisschen ein Problem beim Sitzen. Der Kopf kommt am Dach an, der Form geschuldet. Wie ist es hier beim IONIQ Classic? Ich setze mich hinten rein. Sitz vorne ist auf mich eingestellt. Also, die Füße gehen unter den Sitz problemlos. Der Kopf kommt am Dach aber auch an. Wenn nicht so schlimm wie beim IONIQ 6, aber er kommt am Dach auf jeden Fall an. Ihr seht auch hier, die Kniefreiheit ist dann doch ein bisschen weniger. Aber finde ich auch das nach wie vor wirklich nicht so schlecht. Also man könnte hier definitiv mal unterwegs sein. Und vor allem auch das da. Wir haben hier bei diesem Fahrzeug Sitzheizung hinten in zwei Stufen verstellbar. Das hat längst nicht jedes Fahrzeug heute. Klar, wir haben hier die Vollausstattung sozusagen. Aber eben, habe ich euch schon mal gesagt, wenn es drin liegt, kauft es, um genau das dann zu haben, das Argument zu bringen, wenn ihr es verkaufen wollt, das Fahrzeug. Hey, hast du hier drin? Musikanlage. Infinity-Anlage, die ist richtig gut, bis heute geblieben. Ja? Ihr seht hier auch, das ist elektronisch verstellbar. Der ganze Sitz ist elektronisch verstellbar und nicht nur das, nein. Ihr seht auch hier die Memory-Funktion, das heißt, wir können selbst bei diesem Fahrzeug zwei Sitzpositionen einspeichern vom Fahrersitz. Jetzt gehen wir rein
und schauen uns mal an, was wir denn für Funktionen haben, die wir vielleicht heute noch kennen und auch erkennen, dass die Bedienlichkeit im Grundsatz sich gar nicht groß verändert hat zum heutigen Fahrzeug. Starten wir in der Mitte bei der Mittelkonsole. Was sehen wir hier? Den Drive Mode Schalter, den kennen wir. Wir haben hier Sitzheizung, wir haben Sitzbelüftung, wir haben Lenkradheizung, Auto Hold, Parkbremse. All das kennen wir auch heute noch und auch das haben wir hier serienmäßig oder beziehungsweise in dieser Ausstattung nach wie vor drin. Sitzbelüftung, ich liebe es. Ja. Dann auch weiter vorne haben wir diese Ablage für die Hand, für den Handballen sozusagen, dass ich hier die Hand so drauf machen kann und dann eben hier den Drive Mode Schalter habe, D, N, P und R. Das ist genau gleich wie beim ersten Kona. Auch das sehen wir heute noch bei gewissen Modellen. Jedoch heute ist auch der Gangwahlschalter hier hinten dann gewandert, wie man es heute eben kennt beim Ioniq 5 oder beim Ioniq 6. Wir haben Wireless Charging drin. Hier vorne dieses Fach, wo du das Handy reinlegen kannst. Ja, es gehen auch die Pro Max Modelle beim iPhone noch problemlos da rein. Von der Größe her überhaupt kein Thema. Zwei Cupholder in der Mitte. Hier noch ein Fach, was sehr groß ist. Wir haben hier natürlich USB-Ladegerät, kein USB-C, das gab es damals noch, oder war noch sehr in den Kinderschuhen, oder gab es das vielleicht noch gar nicht, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall haben wir USB-A-Ladegerät drin. Ansonsten auch vom Platz hier in der Mitte, schön viel Platz, wo du etwas noch reinmachen kannst, eine Tasche etc. Und dann sehen wir halt schon, ja, dieses Ding da, das gibt es fast nicht mehr. AUX, ja, gibt es tatsächlich hier noch drin. Die Handys haben schon das alles nicht mehr, wo du das Handy direkt einstecken kannst, haben wir noch drin. Was wir auch noch drin haben, was heute nicht mehr möglich ist, ist, dass man den Ton abschalten kann. Das VES, hier kurz ein Einblender, Virtual Electric Sound System, das war der Ton, den die Fußgänger hören. Das konnte man bis 2020 noch abschalten mit dem Knopf drücken und jetzt ist es eben immer so, dass es nicht mehr abschalten, also dass man es nicht mehr abschalten darf von der Gesetzgebung her. Hier kannst du den Fußgängerton noch ausschalten, wenn du willst. Kann man machen, muss man nicht unbedingt. Aber ja, wäre noch so eine Option gewesen. Zur Bedienlichkeit an sich, wir haben hier noch sehr viele Knöpfe drin. Ihr seht hier vorne zum einen mal bei der Klimasteuerung, dass wir hier noch wirklich Tasten haben, die man drücken kann, die sofort ein Feedback auch geben. Zum Beispiel die Umluft. Ich gehe jetzt hier nicht auf jeden Punkt einzeln ein, aber ihr könnt es schon erkennen. Auch hier Drivers Only, die Funktion kennen wir heute noch. Heute noch über den Display steuerbar, hier noch per drückbarem Knopf. Auch den Ladeport hier kurz eingeblendet, eben wie schon gesagt, müsst ihr vom Auto drin aufmachen. Auch, dass du den Stecker entriegeln kannst, zum Beispiel wenn du das Auto fertig geladen hast, wird dann entsprechend der Stecker entriegelt, kann man hier auch drücken. Oder eben das automatische Laden, wenn eine gewisse Ladeplanung aktiviert ist. Das hier habt ihr kurz im Einblender gesehen. Ansonsten auch beim Lenkrad. Ihr seht auch hier Ähnlichkeiten, aber nicht so, dass man es heute komplett anders gemacht hätte. Sehr viele Sachen sind gleich geblieben, was die der Typ von der Bedienung anbelangt. Das heißt hier zum Beispiel den Tempomat oder den Speedlimiter, was wir hier drin haben, Abstand-Tempomat. Wir haben auch einen Spurhalteassistenten drin, der auch aktiv eingreift. Das war damals schon möglich, ja richtig. Zum Verstellen kann man das dann hier entsprechend einstellen. Hier das Menü durchschalten vorne. Im Bordcomputer hat es ja auch entsprechend eingeblendet. Und dann hier das Telefon. Und die Sprachsteuerung, die natürlich nicht auf dem Level ist von heute, muss man ganz klar sagen. Aber ansonsten, auch ihr seht schon, vom Grundsatz Bedienung her ist es eigentlich schon sehr ähnlich zum heutigen Fahrzeugen von Hyundai und auch von Kia. Das muss man ganz klar sagen und ist hier nach wie vor, muss man definitiv sagen, vollkommen state of the art. Aber selbstverständlich gibt es auch Punkte, die natürlich mit der Zeit einfach erneuert wurden, erneuert werden mussten. Und da geht es vor allem auch ums Thema Konnektivität, App-Anbindung, Online-Funktionen. Das hast du hier alles komplett nicht, weil das war damals schlicht und einfach noch nicht reif für diese Kategorie Fahrzeug. Wir sehen auch heute noch gewisse Modelle, wie sie wirklich Mühe haben, eine Integration von Software und Hardware perfekt abzustimmen. Ist auch heute noch nicht bei jedem Auto vollkommen in Ordnung. Tesla Model 3 kam 2019 nach Europa. Der kam März 19 auf den Markt, also wurde der entsprechend eingelöst erstmals. Und bei der Software, da merkt man natürlich dann schon, hey, das sind dann doch 4,5, 5 Jahre vergangen, seit dieses Auto Leben eben hat. Also seit das Fahrzeug hier auf der Straße rumfährt. Muss man auch merken, ganz klar, stellen wir uns mal vor 5 Jahren das iPhone, was für schlechte Bilder hat das gemacht und heute was ganz anderes. Also das muss ja auch vorwärts gehen und darum geht es jetzt. Ihr seht hier das Display, natürlich ist es auch per Touch möglich, überhaupt kein Problem. Wir haben hier das EV-Menü. Das geht natürlich im entsprechenden Ansprechverhalten dann doch relativ schnell. Auch diesen Knopf, dann vermisse ich auch heute bei gewissen Modellen nach wie vor. Hier kommst du direkt ins wichtigste Menü überhaupt rein, ins Elektroauto-Menü.
Wir sehen hier die Reichweite, wir sehen hier, wo Ladestationen habe. Wichtig ist, das ist alles offline, es ist nichts online. Bluelink gab es damals noch nicht, das gab es dann beim Facelift Ioniq. Ja, da mit dem bisschen größeren Akku gab es dann erstmals Bluelink. Dann beim Kona 2020 gab es erstmals Bluelink. Das hier hat Bluelink noch gar nicht gekannt. Das heißt, es konnte auch gar nicht online sein. Was wir aber dennoch sehen ist, wir sehen hier, wie lange es noch dauert, um zu laden. Ein Navi haben wir natürlich trotzdem drin. Hier, wenn ich hier auf Map drücke, lädt hier das Navi. Ihr seht, das ist natürlich schon so, dass man sagen kann, aber eben, das war 2016, Softwarestand 2016. Und was ihr sehen könnt, ist, dass das Fadenkreuz bis heute geblieben ist. Bei Hyundai und Kia und Genesis, das Fadenkreuz hatten wir damals schon, haben wir heute auch noch. Routenplanung brauche ich gar nicht anfangen, haben wir natürlich hier überhaupt nicht. Wir haben hier keine Ziel-S&C-Anzeige. Das sind dann die Funktionen, die halt technologisch gesehen jetzt deutlich weiter sind. Die Technik schreitet voran, aber das Grundprinzip, also navigieren kannst du ja trotzdem, das ist alles nach wie vor möglich. Und ich habe euch noch versprochen, die Rückfahrkamera zu zeigen. Rückfahrkamera hier ins R schalten und jetzt geht sie an. Und was sehen wir hier? Wir sehen hier die Kamera, oh, muss ich ja ins R, weil ich die Tür dafür habe, genau. Seht ihr auch dynamische Linien, ihr seht auch nicht die top, die beste Auflösung, aber wir haben eine Rückfahrkamera drin. Auch das ist auch noch heute so, dass es längst nicht bei jedem Fahrzeug einfach schon immer mit dabei ist. Das sei hier klar erwähnt. Sonst hier die Menüs noch so. Und was dennoch so ist, was man sagen kann, ist, jetzt ist ja auch Android Auto und Apple CarPlay haben wir. Das heißt, selbst heute könntet ihr zum Beispiel das iPhone anschließen. Das heißt, wenn ihr dieses Fahrzeug jetzt kaufen wollen würdet, ja, und ihr wollt jetzt dennoch eine moderne Routenplanung haben, es ist auch das kein Problem. iPhone oder Android Smartphone nehmen, hier anstecken über den USB-A-Port, wo es dann auch Daten übertragen kann. Und dann hast du hier Apple CarPlay oder Android Auto. Ich bin natürlich der Apple-Mensch, also ich würde dann Apple CarPlay nehmen. Wird dann entsprechend aktiviert, dann hast du aber alle aktuellen Apps, die du hier auf dem Display anzeigen kannst. Also heißt in namentlich EMBW, um irgendwelche zu Stationen zu fahren, oder Apple Route Planner oder Google Maps allgemein. Das hast du dann alles trotzdem hier drauf und geht natürlich dann über das Handy-Internet, wo du dann dennoch Live-Daten hast und dadurch hier auch kein Head-Up-Display hast oder dass du auch hier nicht das Navi hier im Display vorne anzeigen kannst, hast du da überhaupt keinen Nachteil. Das heißt, selbst so könnte man natürlich heute noch modern und online unterwegs sein, aber das Auto an sich selbst kann natürlich nicht, kann natürlich auch keine Over-the-Air-Updates machen. Das Fahrzeug hat keine eSIM verbaut, weil es das damals schlicht und einfach hier in dieser Fahrzeugkategorie nicht gab. Dann kommen wir nun zum Thema Preis. Ich habe ja schon heute gesagt, das Fahrzeug damals hat es gekostet zwischen 40.000 und 50.000 Schweizer Franken, je nachdem, ob ihr noch irgendwelche Rabatte vom Händler bekommen habt oder nicht. Hier steht der Vertex, das heißt die höchstmögliche Ausstattung, die es damals gab. Was wir drin gehabt haben oder was wir drin haben, habt ihr schon gesehen. Heute kostet das Fahrzeug noch ein bisschen was über 22.000 Schweizer Franken und hat aktuell, zumindest Stand heute jetzt, noch unter 30.000 Kilometer. Jetzt muss man sich mal überlegen, um den Preis einordnen zu können. Das heißt, ihr bekommt heute ein 4,5 Jahre Hyundai Ioniq Classic, ja, mit den genannten Sachen, die wir heute gerade gesehen haben. Das heißt eben Sitzbelüftung, eine Rückfahrkamera, habe alles schon aufgezählt. Bekommt ihr für ein bisschen mehr Geld als ein Dacia Spring Electric. Und jetzt kommt's, die haben beide praktisch einen gleich großen Akku. Die laden beide nur einphasig, aber der da, der alte, bös gesagt, lädt dreimal so schnell CCS wie ein Spring, ist deutlich mehr ein Fahrzeug, wo du dich auch wohlfühlst. Nicht, dass der Spring schlecht wäre, gar nicht, aber haben wir schon gesehen, Innenausstattung, deutlich mehr Platz, LED-Licht etc. Und ich würde einfach sagen, es muss nicht immer ein neues Auto sein. Preis gesehen sind wir hier extrem gut aufgestellt heute. Und das siehst du auch daran, dass es im Autoscout24 aktuell heute nur 14 Ioniq Classic gibt in der ganzen Schweiz, elektrisch, rein Elektro. 14 Stück in der ganzen Schweiz, also die Classic halt, das ist extrem wenig und zeigt eben auch, dass die Leute das Fahrzeug gar nicht abgeben wollen, ja? Weil eben das Fahrzeug so nach wie vor gut ist. Und jetzt wollen wir mal zum Fazit kommen und zu meiner Anfangsfrage, die ich euch jetzt noch beantworten will, warum ich damals dann doch nicht den genommen habe, sondern den Kona. Ja, dann kommen wir nun zum Fazit. Und ich denke, ihr habt auch meine Begeisterung in diesem Video gespürt, denn ich bin wirklich begeistert.
nach wie vor so, wie ich es vor 5 Jahren schon war, als wir zum ersten Mal mit diesem Fahrzeug gefahren sind. Es ist nach wie vor ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, jetzt sogar noch viel mehr, weil du halt, wie schon gesagt, sehr viel Ausstattung bekommst für einen jetzt deutlich tieferen Preis, aber dennoch in der Ladetechnik, wenn man vom Dreiphasigen her wegsieht, nach wie vor sehr gut aufgestellt bist. Und dank des im Verhältnis kleinen Akkus und der sehr hohen Effizienz bringt er dennoch erstens mal eine nach wie vor akzeptable Leistung am AC-Ladegerät, also am Zuhause Wallbox. Du erreichst das Auto in einer Nacht immer voll zu laden, das ist überhaupt kein Problem. 8 Stunden finde ich vollkommen in Ordnung, auch wenn es nur einphasig ist mit 3,7 kW. Und durch die hohe CCS-Leistung, auch bei höherem SOC, eine gute Leistung auf der Langstrecke, wenn man so sagen kann, Langstrecke. Und für den kleinen Akku eben auch nach wie vor eine gute Reisezeit als, kann man sagen, Hauptauto, ja, wie jemand, der nicht viel fährt, auf jeden Fall. Ja. Das kann man definitiv so sagen. Abstriche machen, ganz klar. Wenn man die modernen Fahrzeuge sieht in Videos und kennt, App, Türe öffnen, Ladekabel entriegelt per App, Routenplanung auf dem Auto drauf, prozentual genau, Höhendaten, Live-Traffic etc. Nee, hast du hier nicht. Das gab es damals nicht. Ich vermisse es hier aber nicht, weil es einfach irgendwie kultig ist. Ich finde es irgendwie einfach ein kultiges Fahrzeug, das in ein paar Jahren noch nach wie vor gefahren wird und auch zeigen soll, dass das Klischee Elektroauto ist, nach 2 Jahren veraltet, gar nicht stimmen muss. Vielleicht in der Wärmepumpe und in der Akkutechnik schon, aber was es liefert, das macht er. Das macht er wirklich gut und finde ich auf jeden Fall gelungen. Und jetzt zur Schlussfrage noch. Warum habe ich dann damals, wenn ich ihn so überzeugt gewesen war, dennoch nicht den genommen, sondern hier in der Kona? Das klären wir jetzt. Ja, warum habe ich trotz der großen Überzeugung des Hyundai Ioniq Classic damals mich entschieden, den Kona zu bestellen? Erstens, der Kona war schon angekündigt. Das war schon so. Ich wusste schon, er hat einen deutlich größeren Akku mit 64 Kilowattstunden. Wusste aber auch, mit dem App, das wusste man damals noch nicht, ja, wusste auch, dass es ein Bi-LED-Licht hat. Das heißt, das Fernlicht war auch LED. Ich fahre viel in der Nacht, mir ist Licht sehr wichtig. Ihr seht auch, warum. Das waren Gründe und der Hauptgrund war aber, dass ich mein Kriterium Nummer 1 war, ich muss im Winter mit meinem Fahrzeug von mir zu Hause nach Davos können und dann wieder zurück ohne Laden. Das war mir sehr wichtig, auch eben, wie schon angesprochen, weil es damals noch eine deutlich schlechtere Infrastruktur hatte als heute. Das war mein Kriterium Nummer 1. Das konnte der Kona, das konnte der nicht. Das kann auch jetzt nicht im Winter, natürlich komplett chancenlos. Das sind insgesamt etwa 320 Kilometer. Der Kona konnte es damals schon, der konnte es nicht. Deswegen habe ich den Hyundai Kona bestellt und nicht den Ioniq Classic. Das war der einzige Grund, neben, wie schon gesagt, Licht und der Akkugröße. Das ist eigentlich der einzige Grund gewesen. Sonst hätte ich den bestellt. Ja, mit meiner letzten Antwort, eben, warum ich dann doch den Kona bestellt habe, wollen wir jetzt zum Schluss kommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch gerne in die Kommentare, was war euer erstes Elektroauto, womit ihr Kontakt hattet. Ich kann mir vorstellen, dass doch schon ein paar Leute sich auf dieses Modell festlegen werden oder der BMW i3. Das sind Kultfahrzeuge, die heute einfach wirklich Youngtimer werden. Ich bin der Meinung, das wird so sein. In der Elektromobilität, die noch sehr jung ist, im Grundsatz ist das schon ein Fahrzeug, was einfach den Benchmark gesetzt hat, damals schon. Hat mir extrem viel Freude gemacht, dieses Video heute für euch zu machen. Wir müssen jetzt wieder zurückgeben. Ich bin froh, hatten wir endlich bekommen für dieses Video. Denn den Nachfolger hatten wir schon auf unserem Kanal, das Facelift von dem. Aber das soll es also heute gewesen sein. Danke vielmals fürs Zuschauen. Ich freue mich über die Kommentare, über die Likes, über die Abos. Vielen herzlichen Dank. Macht's gut. Ciao zusammen und tschüss.